Hey, wir sind der Seminarkurs Gender in Populärkultur 2020-21. Wir haben uns mit den Themen Gender Swap, das bedeutet Rollentausch in Bezug auf Mann und Frau, im Alltag auseinandergesetzt und passend dazu für euch ein Hörspiel produziert. Viel Spaß beim Zuhören. Machst du schon mal einen Kaffee? Du kannst mich ja dann wecken, wenn du fertig bist. Dann kann ich noch ein Stündchen pennen. Ja, mach ich. Während Kari noch schläfrig im Bett liegt, macht sich Michael eine halbe Stunde im Bad fertig und geht dann runter in die Küche, um für sich und Karin das Frühstück und einen Kaffee zu machen. Während der Kaffee kocht, packt er seine Tasche für die Arbeit. Karin, schläfst du immer noch? Frühstück ist fertig, trab an hier. Von Karin kommt keine Reaktion. Nach 5 weiteren Minuten versucht Michael sein Glück erneut. Schatz, kommst du endlich? Du kommst zu spät zur Arbeit. Ja, ich komm ja schon. Karin schnappt sich schnell die Hose von gestern und das oberste T-Shirt aus dem Schrank. Nachdem sie kurz im Bad verschwand, schlurft sie runter zum Frühstückstisch. Da bist du ja endlich. Karin schaut genervt auf die Uhr. Wir haben doch noch massig Zeit. Du musst in einer halben Stunde bei der Arbeit sein. Wann ich da aufschlage, juckt doch eh keinen. Außerdem schaffe ich selbst die halbe Stunde noch locker. Nachdem beide gefrühstückt haben, beginnt das allmorgendliche Drama. Schatz, ich brauche mal deinen Rat. Ja, was ist denn? Ich habe keine Ahnung, was ich anziehen soll. Dein Ernst? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Wir sind viel zu spät dran. Ich weiß, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden. Soll ich lieber den grünen oder den roten Pulli anziehen? Ich finde den grünen schöner, aber der rote ist halt viel wärmer. Und wenn ich so rausschaue, ist es halt schon echt kalt. Sind beide schön. Dann nimm den roten. Der grüne passt aber eigentlich auch besser zu den Schuhen. Dann nimm den grünen. Du brauchst mich jetzt nicht so anzumeckern. Ich habe nur eine ganz normale Frage gestellt. Wir müssen los. Gut, dann nehme ich den grünen Pulli. Und welche Jacke? Keine Ahnung. Nimm die braune. Sicher? Guck mal, die schwarze hier habe ich neu. Die würde ich schon gerne mal anziehen. Warst du schon wieder shoppen? Nein, also ich brauche die wirklich. Die ist schön warm. Gut, dann zieh die an und dann können wir los. Ja, wobei, warte. Ich glaube, es fängt gerade an zu regnen. Ich will nicht, dass die sofort dreckig wird. Mein Gott, dann nimm die alte Jacke mit oder einen Schirm. Ein Schirm ist gut. Wo ist er denn? Willst du jetzt echt anfangen, den zu suchen? Ja, das geht ja schnell. Schau mal, ich habe meine Lieblingsschuhe gefunden. Die habe ich ewig gesucht. Die muss ich unbedingt mal wieder anziehen. Aber ich glaube, das sieht blöd aus mit der neuen Jacke. Dann nehme ich die alte. Hast du dann gerade wirklich umsonst 20 Minuten diesen Schirm gesucht? Na, es war ja nicht umsonst. Ich habe die Schuhe gefunden. Was stehst du hier eigentlich so rum? Ich dachte, du wolltest los. Du hast ja noch nicht mal deine Schuhe an. Oh mein Gott. Nachdem das richtige Outfit gefunden ist, machen sich beide auf den Weg zur Arbeit. Karin schmeißt ihre Tasche ins Auto und tastet ihre Hosentaschen ab. Wo ist denn mein Haustürschlüssel schon wieder? Weiß ich nicht. Wo hast du ihn denn hingepackt? Woher soll ich das wissen? Du bist doch das Organisationstalent. Hast du denn schon mal am Schlüsselbrett geschaut? Da hing er doch noch nie. Doch, von da gebe ich ihn dir ja immer. Und warum heute nicht? Ich dachte, vielleicht denkst du immer selber dran. Naja, ich muss jetzt los. Pass auf dich auf. Karin schnappt sich den Schlüssel, steigt ins Auto und fährt los. Michael greift sich seinen Rucksack und macht sich auf seinen Fußmarsch zur Arbeit. Auf seinem Weg zur Arbeit kommt Michael an einer Baustelle vorbei, an der einige Arbeiterinnen gerade Pause machen. Ey Michelle, schau dir mal den Cuten da an. So ein Sahneschnittchen. Na Süßer, das ist ja mein knackiger Arsch. Da hast du recht, Lena. Das ist ja mal ein richtiges Prachtexemplar. Ey, hast du heute Abend schon was vor? Michael schaut beschämt auf den Boden und geht schnell weiter. Als Michael auf der Arbeit ankommt, begrüßt er seine Kollegen und er erzählt ihnen erstmal vom neuesten Klatsch und Tratsch. In der Mittagspause sitzen sie zusammen an ihrem Stammtisch in der Kantine. Musst du vielleicht gerade noch wer auf Toilette? Ich will nicht alleine gehen. Ich muss eh, da komme ich mit. Habt ihr schon gehört? Jens aus der Buchhaltung soll was mit der Chefin haben. Die waren ganz lange zusammen im Büro. Ja, das habe ich auch gehört. Oh nein, die komische Tante von vorhin hat mich auf Insta angeschrieben. Hat mir einfach so ein Nacktbild geschickt. Blockier die einfach, geht ja gar nicht. Während Michael noch am Arbeiten ist, kommt Karin bereits nach Hause. Sie öffnet die Tür, schmeißt ihre Tasche in die nächste Ecke und kickt ihre Schuhe zur Seite. Ihre Jacke hängt sich schnell über einen Stuhl. Schatz, bist du schon zu Hause? Als sie merkt, dass sie alleine ist, pflanzt sie sich aufs Sofa und schaltet den Fernseher ein. Dabei sieht sie, dass ihr Lieblingsverein gerade spielt.
Nach einem langen Tag kommt Michael endlich nach Hause und freut sich schon darauf, sich mit Karin aufs Sofa zu kuscheln. Hey, ich wusste gar nicht, dass wir Besuch erwarten. Ja, tut mir leid. Ich habe ganz vergessen, dass mein Lieblingsverein heute spielt. Hab da Michelle und Lena eingeladen. War doch okay, oder? Kannst du auch deine Jungs auf ein Sektchen einladen? Klar, alles gut. Wir können uns ja auch zu euch gesellen. Ach, Micha. Wir wollen uns heute einen entspannten Mädelsabend machen. Mit etwas Bier und Fußball. Das hat dich doch eh noch nie so interessiert. Ja, hast ja recht. Und wo du schon mal stehst, ich habe einen 6er Krombacher kaltgestellt. Magst du uns mal schnell ein Bier holen? Ja, natürlich. Dankeschön, das wissen wir echt zu schätzen. Ja, wirklich, so lieb von dir. Ich hab's übrigens noch nicht geschafft, was zu kochen. Kannst du dich da noch drum kümmern? Michelle und Lena essen auch mit, ja? Was darf's denn sein? Kannst du einen schnell Hamburger machen? Sind in einer Viertelstunde fertig. Während Michael in der Küche steht und das Essen fertig macht, sprechen Karin und ihre Freundinnen über ihre Männer. Boah, wisst ihr, was heute schon wieder passiert ist? Auf der Arbeit haben die ganzen Laberköpfe mal wieder nur getratscht und alles gemacht, außer zu arbeiten. Und dann musste ich auch noch einem Kollegen seine ganzen schweren Kisten hinterhertragen. Ja, das kenne ich. Ist einfach nur mega anstrengend, dass die alleine nichts gebacken bekommen. Ich musste neulich meinem Mann sogar dabei helfen, unser neues Regal anzubringen. Nicht mal einen kleinen Nagel kriegt er vernünftig rein. Aber ich kenne es ja nicht anders von ihm. Also mein Mann kann zumindest richtig gut kochen. Danke, mein Schatz. Für dich doch immer. Nehmt euch ein Zimmer. Ja, ehrlich. Boah, ist das lecker. Mhm. Nach dem Essen machen sich Michelle und Lena fertig, um nach Hause zu gehen. Mein Mann wollte heute Abend unbedingt noch mit mir kuscheln und Titanic schauen. Ich freue mich drauf. Oh mein Gott, wie cool. Wollen wir auch Titanic schauen? Ja, nee, lass mal stecken. Wir können ja Fast and the Furious gucken. Na, ist nicht so meins. Wir können Suits weiterschauen? Okay, wir gehen dann mal. Ciao. Tschüss. Karin bringt ihre Freundinnen noch mit nach draußen. Als sie wieder reinkommt, hört sie Geräusche aus der Küche. Ach, du wäschst schon ab? Na, bevor es dir tagelang versauert. Haha, ich gehe schon mal nach oben die Serie anmachen. Du möchtest mir also nicht helfen. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Wie kann ich dir denn helfen? Ja, jetzt ist auch egal. Geh mir die Serie anmachen. Was hast du denn jetzt? Nichts. Alles gut. Ich komme gleich. Nachdem Michael die Unordnung der Mädels beseitigt hat, kommt er ins Schlafzimmer und kuschelt sich zu Karin ins Bett. So neigt sich Michaels und Karins Tag dem Ende zu. So, da sind wir wieder. Ihr fragt euch jetzt sicher, was wir euch durch das Hörspiel vermitteln wollten. Unser Ziel war es, Sexismus und Genderstereotype im Alltag durch einen Rollentausch, Genderswap, zu verdeutlichen. Begriffserklärungen dazu findet ihr in unserem Erklärvideo. In der ersten Szene geht es um das Vorurteil, dass Frauen üblicherweise länger am Bad brauchen und sich mehr Gedanken über Äußeres machen als Männer. Vor allem in Filmen und Serien wird dies häufig so dargestellt. Durch den Rollentausch stellen wir die Problematik der Verallgemeinerung dar und veranschaulichen, dass es genauso andersrum laufen kann. Auch die darauffolgende Situation, dass Frauen sich häufiger ums Kochen und den Haushalt kümmern, soll diese Problematik vorstellen. Ebenso übernehmen Frauen in Beziehungen häufiger die Rolle des Verantwortlichen und wissen beispielsweise immer, wo etwas Bestimmtes zu finden ist. Auch in alltäglichen Situationen werden Frauen häufiger Opfer sexueller Belästigung, wie zum Beispiel Catcalling, wo Frauen anstößige Kommentare hinterhergerufen bekommen. Genauso wie im Hörspiel durch Michaels Situation mit den Bauarbeiterinnen dargestellt wird. Genauso findet auch sexuelle Belästigung im Internet statt, wie das Foto, was Michael zugeschickt bekommen hat. Danach greifen wir auch noch das Vorurteil auf, dass Männer häufig faul sind und nicht gerne im Haushalt helfen wollen. Sowie, dass sie Männerabende veranstalten, wo Bier getrunken und Fußball geschaut wird. Das Vorurteil, dass Frauen lieber romantische Filme und Männer lieber Actionfilme schauen, haben wir ebenfalls in unserem Hörspiel aufgefasst. Somit war es unsere Intention, die Problematik von Verallgemeinerung und Sexismus darzustellen und aufzuklären, dass sich niemand in eine Rolle hineindrängen lassen sollte. Wir hoffen sehr, dass ihr was gelernt und mitgenommen habt, sowie in Zukunft mehr darauf achtet, niemanden durch seine Äußerungen persönlich anzugreifen. Euer Seminarkurs Gender in Populärkultur.